Natürlich war das Konzept der Zeitdilatation erstmal ein theoretisches Konstrukt und es war schwierig, das zu bestimmen, bis das Kernforschungszentrum CERN sich dem angenommen hat. Der CERN hat einen großen Teilchenbeschleuniger gebaut, einen kreisförmigen Teilchenbeschleuniger, und in diesem Beschleuniger können Teilchen mit Hilfe von Magneten auf kreisförmigen Bahnen gehalten und auch auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigt werden. Und man hat dafür Myonen verwendet. Myonen sind negativ geladene Teilchen, sind sogenannte Leptonen. Später in der Kernelementarteilchenphysik wird das noch genauer besprochen werden. Elektronen gehören übrigens auch zu den Leptonen, und dann gibt es noch die Taus, also E- und Tau-. Das sind im Grunde schwerere Geschwister des Elektrons, wenn man so das einfach sagen möchte. Und im Gegensatz zum Elektron ist ein Myon nicht stabil. Das heißt, Myonen zerfallen mit einer Zerfallszeit von 1,52 Mikrosekunden. Naja, Zerfallszeit, das ist deren Halbwertszeit. Das heißt, dass nach 1,52 Mikrosekunden noch die Hälfte der kosmischen Myonen da ist. Und man kann Myonen natürlich nicht nur aus kosmischer Strahlung entnehmen, sondern man kann auch Myonen einfach erzeugen. Und der CERN hat das so gemacht, dass man diese Myonen erzeugt hat, auf diese Kreisbahn gebracht und da eine sehr hohe Geschwindigkeit, das waren übrigens hier so 14 Meter, und man hat die auf eine sehr hohe Geschwindigkeit gebracht von 0,9994 Lichtgeschwindigkeit, also auf 99,94% der Lichtgeschwindigkeit. Dieses C steht ja immer für die Lichtgeschwindigkeit. Und dann hat man betrachtet, wie viele Myonen man nach einer Weile noch hatte. Und hat das in eine Messkurve aufgenommen, und dann kriegt man so einen ganz klassischen Zerfall wie in der Radioaktivität. Das nimmt dann exponentiell ab. Und man kann die Halbwertszeit bestimmen. Und das hat man getan. Und dabei ist herausgekommen, dass die Halbwertszeit, die man gemessen hat, 43 9 Mikrosekunden war. Ja, wie ist das mit der Zeitdilatation zu erklären? Die kosmischen Myonen sind die bewegten Objekte. Das bedeutet, in deren Eigenzeit vergeht die Zeit langsamer, da sie bewegt sind. Und jedes kosmische Myon hat so wie eine eigene Uhr dabei. Und diese eigene Uhr tickt für das Myon, und wenn 1,52 Mikrosekunden erreicht sind, hatte es eine 50-prozentige Chance zu zerfallen. So, außen herum haben wir das ruhende System. In diesem ruhenden System vergehen die Uhren, geht die Zeit schneller, laufen die Uhren schneller. Das heißt, wenn hier 1,52 Mikrosekunden im System des Myons erreicht sind, in der Eigenzeit des Myons, ist außenrum schon viel mehr Zeit vergangen. Deswegen ist das schon mal logisch, dass man einen höheren, und da man in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit ist, deutlich höheren Wert ermittelt. Und man kann es ja mal mit der Formel der Zeitdilatation nachrechnen. Da hatten wir ja, dass dieses Delta T gleich Delta TR mal Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C Quadrat ist. Delta T war die Zeit, die für das Myon vergeht. Delta TR ist die Zeit, die im Labor vergeht. Und das ist dieser Korrekturfaktor. Ja, und dann kann man sich das mal angucken. Im Labor sind jetzt 43,9 Mikrosekunden vergangen. Das war die Zeit, die wir für den Zerfall gemessen haben. Mal Wurzel aus 1 minus, ja, 0,9994 Quadrat. Denn dieses c Quadrat und dieses c Quadrat kürzen sich weg, sodass nur 1 minus 0,9994 Quadrat übrig bleibt. Und dann kommt man ganz genau auf 1,52 Mikrosekunden. Und das ist genau die Zeit, die auch für das Myon vergangen sein sollte. Und dieses Experiment im CERN war mit sehr hoher Genauigkeit, da ist man besser als ein Promille gewesen, eine exakte Bestätigung der Vermutung der Theorie der Zeitdilatation und damit der speziellen Relativistik in dieser Angelegenheit. Und ja, war ein sehr starker Hinweis darauf, oder mehr oder weniger auch ein Beweis dafür, dass das, was man sich da theoretisch ausgedacht hat, nicht nur Theorie, sondern auch in der Praxis nachvollziehbar ist.
Also nochmal, das Myon ist bewegt, deswegen vergeht seine Uhr langsamer. Dass seine Uhr langsamer vergeht, bedeutet, dass die Uhren außenrum natürlich schneller laufen müssen, für die tickt die Zeit schneller. Während also das Myon seine Halbwertszeit bemisst, müssen außenrum mehr Mikrosekunden vergehen. Und da es in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit ist, sogar sehr viel mehr. Ja, und so kommt man auf dieses einfache Ergebnis und Experiment und Theorie stimmen da wunderbar überein.